herzlich willkommen zurück bei Animalica. Keine Angst, wir bauen heute nicht. Nein, heute nicht. Aber wir sind wieder auf der Basis, weil es ist ein neuer Patch rausgekommen. Es ist Patch 2.46 und ich habe da schon was gesehen. Es ist so schön. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich sollte vielleicht vorne anfangen, keine Ahnung. Aber hier sieht man, die Dobermänner haben ein neues Aussehen bekommen. Das Gesicht sieht jetzt viel, viel besser aus. Das ist richtig toll. Also die haben neue Modelle bekommen. Genauso wie auch der Windhund. Den müsste ich jetzt erstmal natürlich suchen. Den müsste auch irgendwo hier rumgurken. Ich habe gar keinen. Warum? Ich habe gar keinen Windhund? Das ist nicht gut. So, lass mich mal. Wir haben ja dringend... Oh, ja genau. Das ist nämlich das Nächste. Wenn wir jetzt das Inventar aufmachen, seht ihr diesen kleinen Effekt, dass das so von hinten nach vorne rutscht? Das ist auch neu gekommen mit dem Patch. So, sieht irgendwie cool aus. Ja, sind immer so Kleinigkeiten. Okay, Windhund. Windhund hat eben ein neues Modell, neues Aussehen. Deswegen gucke ich jetzt gerade mal hier. Oh ja, das Bild sieht man schon, dass der anders da aussieht. Mitnehmen. Wir nehmen mal den braunen. Und für die Windhunde gibt es jetzt auch neue Farben. Da können wir nämlich auch gleich gucken, wenn wir eh schon hier drinnen sind. Hier. Greyhound Red. Oh, ist der schön. Guck mal. Schwarzer. Gibt es da noch? Ich will haben. Das wird jetzt wieder lustig. Jetzt müssen wir wieder alles suchen gehen. Genau, auf jeden Fall. Also neuer... Windhund, also ich denke mal, Greyhound heißt doch Windhund. Was gibt es noch? Es gibt neue Hunde allgemein. Und zwar gibt es deutsche Dogge ab jetzt. Das muss ich gerade mal gucken. Dieser Tatra Sheepdog gibt es neu. Den gab es vorher auch gar nicht. Oh, wie süß. Guck mal, mit schwarz-weiß. Ah. Dann hier deutsche Dogge. Gibt es auch neu. Die gab es vorher auch überhaupt nicht. Und wo... Ach, hier. Armstuff. Was ist das für ein Hund? Ich kenne den überhaupt nicht, glaube ich. Auf jeden Fall sind das drei neue komplette Hundesorten, die eben auch neu dazugekommen sind. Und es wird schön. Es wird schön, die alle einzusammeln. So. Jetzt gucken wir uns aber gerade mal noch den Windhund an. Jetzt, wenn er hier Neues ahnt. Was noch nicht mehr geht, das wurde jetzt komplett rausgenommen, ist in die Hocke gehen. Also, finde ich irgendwie, ich habe es vorher auch nie gebraucht und... Ja, ich weiß nicht, Hocke war irgendwie immer so... Man hat es nicht gemerkt, dass man überhaupt in der Hocke ist. So, einmal aussetzen. Oh ja. Der sieht jetzt auch viel besser aus. Viel besser sieht der jetzt aus. Auch wenn der gerade so aussieht, als hätte er keine Augen. Na, Hündchen? Doch. Aber die Gesichter, die sind jetzt viel, viel feiner. Viel detaillierter. Nicht mehr so eine komische Nase. Auf jeden Fall richtig gut. Okay. Ich habe mir einen Zettel gemacht, weil das ist alles irgendwie... Ich bin sonst nicht mehr hinterhergekommen. Das Gras soll auch ein neues Modell haben, damit das buschiger aussieht. Und ich glaube, es sieht nicht mehr aus wie so... Ich weiß nicht, also es sieht schon irgendwie anders aus. Irgendwie voller. Es war halt vorher irgendwie so platt. Na gut, aber wir müssten das vielleicht mal woanders angucken, oder? Nee, das ist doch buschiger, oder? Das Gras ist doch mehr. Ich habe keine Ahnung. Genau, so ist mein Pferdchen. Ja, einsingen geht leider noch nicht, aber irgendwann. Oh, ist das Blütenmeer. Ich sehe nichts mehr. Ein Pferd. Ach komm, hier hinten ist auch noch ein Pferdchen. Und, ach ja, was auch gefixt wurde, zum Beispiel ist bei dem Dromedar-Baby und bei dem Dromedar-Baby war das und bei weiblichen Schafen anscheinend, das habe ich aber nicht mitbekommen, da wurde jetzt die Anzeige praktisch geändert, das ist nicht mehr das Fachchinesisch, welche Farbe und alles, sondern es steht halt jetzt normal dort. Und hier ist jetzt F zum Reiten oder ich sage G mitkommen Pferd. Seht ihr, es folgt einem jetzt. Also, wenn man jetzt sagt, komm, ich will nicht dauernd absteigen und dann wieder zurück zum Pferd drin, dann kann ich jetzt aufsteigen, mit dem Pferd rumreiten und dann sagt, oh, guck mal, das sind 10 Sachen, die ich einsammeln möchte. Aber
Das war ja jetzt immer das Problem, oder was heißt Problem? Zum Beispiel, oh ja, ich will da vorne jetzt das einsammeln und ich will da das einsammeln. Und dann musste man wieder dahinter latschen. Jetzt muss man es nicht mehr, weil das Pferd kommt mit. Nein, ich wollte eigentlich geh sagen, bleib stehen. So, ganz stehen bleiben. Sehr gut. Das ist jetzt auch eine Neuerung. Finde ich eigentlich ganz cool. Genau, dann gibt es auch noch die Möglichkeit hier mit dem Snappen. Zack, gib mir mal, weil oft, wenn man ja was drehen möchte, dann will man ja nicht, dass das automatisch umgreift. So, ich kann jetzt hier, das snappt automatisch und ich will jetzt aber nicht, dass das hinsnappt. Dann kann man das mit C, nicht mit C, mit Z kann man das ausschalten. Und jetzt seht ihr, ich kann das nicht mehr dran klipsen, weil es halt eben ausgeschalten ist. Und wenn ich jetzt wieder Z drücke, zack, snappt das automatisch dran. Also ist vielleicht ganz gut und jetzt ist es wieder weg. Also es geht jetzt mit Z. Finde ich eigentlich ganz cool. Weil gerade wenn man sagt, oh komm, ich will jetzt hier eine Kurve machen und man macht da gerade so schön, wie man das haben will und dann snappt das dran, dann ist ja doof. Und dann einfach Z drücken und dann passiert das nicht mehr. Oder halt, ich will wieder dran snappen, Z drücken. Und dann snappt das wieder dran. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. So, das war dann schon mal die Zäune. So, es ist so viel. Es ist einfach so viel. Ich werde wieder die Hälfte vergessen, glaube ich. Trotz schlauem Zettel vor mir. So, dann packen wir das mal wieder weg. Wir brauchen ja immer noch Zeug für... Ja, für ein paar andere Zäune. So. Die Musik hier hat immer ein Problem, ich weiß nicht warum. So, jetzt muss ich doch nochmal zum Pferdchen zurückgehen, weil... Ja. Es ist zwar auch nur eine Kleinigkeit, aber guckt mir in die Augen, Süßer. Was habt ihr gesehen? Das Pferd kann jetzt zwinkern. Ah, es zwinkert mir zu. Und nochmal, sehr schön. Es ist mir gar nicht aufgefallen, dass die nicht gezwinkert haben, aber jetzt zwinkern die Pferde, die halt einem hinterherlaufen. Ja. Finde ich cool. Nein, die man reiten kann. Und die einem jetzt auch hinterherlaufen. Genau, also ist gar nicht so schlimm. Genau, jetzt mal kurz gucken. Was haben wir noch? Ja. Also, wenn wir... Müssten wir aber eigentlich mal reisen gehen. Weil ich glaube, hier habe ich jetzt soweit alles. Habe ich eigentlich noch ein Dromedar-Baby hier drinnen? Nee, ne? Oder ein weibliches Schaf? Weibliches Schaf? Nee, das ist männlich. Nee, das war weiblich. Nee. Das ist nicht... Nö. Keine Ahnung. Doch, hier sind doch weibliche. Also jetzt ist halt hier richtig schön Status Wild. Infiziert. Mädchen. Farbe. Es steht halt jetzt alles dort. Ich glaube, das war eben bei dem Dromedar-Baby und anscheinend eben auch bei den weiblichen Schafen, dass das eben komplett fachchinesisch ist und ja, sah halt nicht so toll aus. Aber jetzt wurde das gefixt. So, dann gehen wir mal auf Reisen, ganz kurz. So, einfach nur. Wo gehen wir hin? Gehen wir. Komm, wir fahren hier hin. Warum wundert es mich eigentlich, dass es dunkel ist? Es ist immer dunkel hier. Egal, wo ich hinreise, es ist immer dunkel. Oh nein, ich habe ja die Tränke mit dabei. Egal. So, wir rüsten erstmal ein bisschen um. Dann hauen wir uns kurz aufs Ohr und schlafen, keine Ahnung. Ich gucke nie auf die Uhr, deswegen schlafe ich immer irgendwie freischnauze. Weiter schlafen. Es scheint noch keine Sonne. Jetzt. Dann trinke ich erstmal ein Schlückchen. Ist hier vielleicht schon ein neuer Hund? Oh, da läuft ein Hund tatsächlich. Und das ist ein Windhund. Sind die jetzt alle wieder da? Fragezeichen. Da. So, dann kann ich jetzt auch gerade mal gucken. Und zwar, ich glaube, das ist aber nur bei Monstern. Hündchen? Also, die Tiere, ich denke aber, wie gesagt, das ist nur bei Mutanten und bei Monstern so. Die haben, jetzt sieht er mich. Und die Tiere schauen jetzt praktisch in einem Kegelbereich nach vorne. Und man kann sich jetzt, wenn man praktisch so von hinten ans Tier rangeht, kann man sich anschleichen. Natürlich nicht, wenn man zu nah ist. Dann hören und riechen die ein und dann drehen sie sich auch um und greifen dich an. Deswegen denke ich, ist das halt wirklich nur bei Monstern. Aber ich wusste gar nicht, ich meine, ich bin eh so der Schrotflintentyp. Ich renne da einfach rein und baller alles kaputt.
Ich habe mich noch nie irgendwie angeschlichen oder so. Oder bin halt einfach querbeet durchgeritten. Aber das wäre jetzt, wenn das jetzt ein Monster wäre, würde der mich jetzt nicht sehen. Und würde gar nicht schnallen, dass ich bei ihm bin. Und dann könnte ich das Viech einfach abschießen. So, jetzt machen wir mal hier das Hündchen abschießen. So, und... Oder die Hornwackel, ja. Zack. Tut mir leid, tut mir leid. So. Was jetzt auch neu ist, man hat länger Zeit, um die Pfeile wieder zurückzuholen. Weil sonst waren die ja jetzt schon meistens weg. Und jetzt hat man halt einfach viel, viel länger Zeit, die wieder mitzunehmen. Ich möchte jetzt gerade mal gucken, wie lange. Also der andere wäre auf jeden Fall schon weg. Tut mir leid, Hündchen. Du schläfst ja nur. Du bist nicht tot. Also ich meine, guck mal, wie lange der da ist. Ist auf jeden Fall cool. Also gerade am Anfang war das ja wirklich wichtig, dass man die Pfeile immer mitnimmt. Weil, ja, man hat halt am Anfang nicht so viel und Federn finden war auch nicht so toll. Und der Pfeil ist immer noch da. Wahnsinn. Ja, mittlerweile habe ich so viele Pfeile, dass ich die meisten gar nicht mehr mitnehme. Aber man hätte jetzt echt richtig viel Zeit. Weil sonst waren die halt immer plöpp weg. Na gut, ich nehme jetzt auf. Ah, jetzt ist er weg. Aber man hat deutlich mehr Zeit. So, mitnehmen. Warte mal, Great Dan. Ist das eine deutsche Dogge? Tatsache. Deswegen sah die so putzig aus. Und es ist rar. Sehr schön. Ich muss alles wieder abklappern. Und neue Tiere suchen. Neue Tiere suchen. Es ist so schön. Es ist so schön. So, na gut. Dann nehmen wir mal das ganze Zeug wieder mit. Ihr wisst ja, ich räume hier immer auf, hier außenrum. Hühnchen? Ich weiß es nicht, also ich... Das Gras sieht schon buschiger aus. Aber das ist eigentlich problematisch, weil... Dann sieht man die Sachen ja noch schlechter. So, mitnehmen. Bricks alles mitnehmen. Würde ich doch glatt gern mal dahinter reiten und... zu dem Bauernhof, weil da war doch auch meistens ein Hund. Vielleicht kriegen wir da ein neues Hündchen. Vielleicht. Wäre schön. So, was jetzt natürlich auch geändert wurde, ist, Kopfschüsse machen mehr Schaden. 20% mehr Schaden, wenn man direkt einen Kopfschuss erzielt. Also vielleicht gerade bei Monster oder gerade am Anfang wichtig oder besser. Und da müsste ich jetzt was ausprobieren und fliegen. Autsch, vorsichtig. Hoch, hoch mit dir, Pferdchen. Ups, das war... Sah gerade nicht so gut aus. Beim Schießen ist die Mausempfindlichkeit 50% weniger. Ich denke mal, das ist vielleicht gerade beim Scharfschützengewehr, dass sich das da sehr bemerkbar macht. Deswegen rüste ich das jetzt mal aus. Nein. Ausrüsten. So. Oh ja, es ist viel angenehmer. Es ist nicht mehr so wutz, wutz rüber. Sondern es ist viel besser. Es ist viel, viel besser. So, also das Monster sieht mich jetzt nicht und ich könnte da so richtig schön hinlatschen. Aber wie gesagt, ich bin eh so der Typ Mensch. Ich brauche mich nicht anschleichen, aber ich probiere es jetzt gerade mal. So, natürlich, wenn ich zu nah hinkomme, dann hört es mich. Und dann greift es natürlich an. So, und Kopfschuss. Ein Schuss. Uiuiui. Okay. Was ich aber jetzt auch gesehen habe, gerade auf meinem Zettelchen, die Respawn-Zeit von Monstern, die wurde teilweise verdoppelt und verdreifacht. Oh, der ist aber schnell wieder da. Hey du, komm her. Liegt es daran, weil wir die Schrotflinte so aufgewertet haben? Ich glaube schon, die war nicht tot mit einem Schuss sonst, oder? Nee, drei Schüsse habe ich sonst gebraucht. Genau, also ich finde jetzt die Respawn-Zeit ist eigentlich trotzdem sehr kurz. Hm, vielleicht bei anderen Sachen. Aber der Schaden von teilweise von Mutanten und von anderen Tieren wurde auch erhöht. Also ich sollte vielleicht demnächst erstmal aufpassen, bevor ich mich irgendwie in so eine Gruppe Monster reinstelle, weil... Es könnte vielleicht durchaus sein, dass ich auf die Fresse kriege. Und zwar richtig. So. Dann reiten wir mal. Ist das Licht auch irgendwie anders? Ich werde gerade so geblendet von dem ganzen Gras irgendwie. Es ist so hell. P
Pilze will ich nicht, brauche ich nicht. Ich möchte eigentlich gerade zu dem einen Bauernhof, ob da auch ein neuer Hund rumsitzt. So, weil es ist halt jetzt wieder, ich will alles haben. Da sitzt ein kleiner Hase. War der Bauernhof vor, oder? Ah, hier. Danke, Feuer. Danke, Feuer. Ich hatte dich schon wieder gesucht, den Hof. So, läuft da ein Hündchen rum? Läuft da ein Hündchen rum? Nö, oder? Wäre aber schön. So, Hündchen. Wie gesagt, muss ja nicht so... Sag mal, was ist mit dem Bogen los? So. Ne, hier ist kein Hund. Schade, hätte ja sein können. So, na gut. So, mitnehmen. Mitnehmen. Ja, es wird, wie gesagt, eine schöne Aufgabe dann. Alles wieder einsammeln. Zum Glück aber nicht so ein Raffig wie das weiße Trommel da. Das war nämlich fies. Schön, aber fies. Genau. Gut, dann aufsteigen. Läuft da? Ne, ist eine Kuh. Aber das da vorne könnte vielleicht noch Gold sein. Gold oder Lehm. Wäre beides schön. Na, Gold. Ich brauche es zwar nicht mehr, aber das ist trotzdem schön. Absteigen. So, und jetzt sagen wir mal, Pferdchen, komm mit. Pferdchen? Was machst du? Pferdchen, bleib hier. Erstmal abhauen. So, nicht mein Freundchen. So. Musste erstmal weg abhauen und dann kam es zurück. Ich dachte schon gerade, ich habe es doch jetzt nicht verjagt. So, Gold mitnehmen. Jetzt will ich den Stein noch mitnehmen. So. Und jetzt fällt mir auf, dass da hinten noch ein Stein ist. Oder hier. Lehm. Ich nehme Lehm mit. So. Die Coins sollen auch irgendwie gefixt worden sein. Da muss anscheinend irgendwas falsch gewesen sein. Keine Ahnung. Ich habe da nichts mitbekommen. Oh, Pferdchen, du stehst ja hinter mir. Wie schön. Brauche ich ja gar nicht weit latschen. Also das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich gut. So, dann reiten wir mal weiter. Was hat sich noch geändert? Ich meine, das wird man wahrscheinlich eh mit der Zeit dann selber auch noch alles rausfinden. Aber Papier kann man jetzt mehr stapeln. Das ist, ich glaube, bei 500 war ein Stack voll. Und jetzt kann man da anscheinend, ich weiß jetzt nur nicht genau wie viel, aber ich wollte jetzt nicht direkt sofort erst wieder nach Hause reiten. Ein Stack kann man jetzt vielleicht bis 1000 stacken oder so. Ich weiß es nicht wie viel, aber man kann jetzt mehr Papier einsammeln und auf einen Haufen draufpacken. So, was haben wir hier so noch alles? Nichts. Wo können wir noch hin? Zu der einen Farm vielleicht? Ich suche halt jetzt noch die Hündchen. Ich weiß auch nicht. Wenn es halt neue Tiere gibt, will ich immer alle sofort haben. Ich bin gierig. So. Wo ist die? Ich glaube hier. Es ist irgendwie hell. Aber ich habe nichts umgestellt. War das da überhaupt da hinten? Richtige Büsche hier. Ich weiß nicht, ob das da hinten meine Farm ist. Ich reite da jetzt einfach mal hin. Was gibt's denn noch? Ach ja! Was auch sehr gut ist. Stopp, das muss ich mitnehmen, das Kraut. Ich hatte ja immer so Probleme, wenn ich ein Rezept angepinnt hatte. Dann bin ich verreist. Nein, warte, muss ich so erzählen. Also, ich habe ein Rezept angepinnt. Ich habe das gewünschte Item hergestellt. Und... Oh Mist, Pferdchen ist nicht da. Dann war das Angepinnte weg. Oder ich habe es weggepinnt, weil es fertig war. Und bin dann verreist und dann war es wieder angepinnt. Das wurde auch gefixt. Und das Problem werden wir jetzt in Zukunft nicht mehr haben. Hoffe ich. Ich meine, mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt, aber es ist halt schöner, wenn es dann richtig funktioniert. So, Pfeile mitnehmen. Sehr schön. Und weiter geht's. Wie gesagt, ich würde gern zu der Farm. Vielleicht ist da ein Hündchen. So. Karten haben sich aber jetzt momentan nicht geändert, außer jetzt vielleicht halt, dass überall neue Tiere sind.
Weil irgendwo muss man ja die Hunde finden können und deswegen denke ich, ja, einfach wieder alles ablatschen, alles absuchen, aber das machen wir sowieso immer wieder. Deswegen haben wir da überhaupt kein Problem mit. War da immer schon eine so ein, wie heißt das, Steg? Ja, ich glaube schon. Ist mir irgendwie nie aufgefallen. Oder? Nö, irgendwie nicht. Und Zäune. Das ist doch die kleine Farm hier, oder? Ja. Okay, da sind Hühnchen. Aber kein Hund. Ist da ein Hund irgendwo? Nee, in Manchester? Nee, kein Hund. Aber wir nehmen die ganzen Pflanzen mit. So, mitnehmen. Alles mitnehmen. Hast du vielleicht auch Marigold angepflanzt? Ich brauche Marigold. So, gib mir alles. Jawohl. So. Oh ja, Marigold, ich sehe dich. Können wir wieder ein paar Heiltränke herstellen. Ich meine, ich habe ja gerade nicht so viele, ne? Deswegen brauchen wir unbedingt wieder neue Tränke. So, aber wir wollen ja jetzt auch wieder ganz viele Hunde heilen. Deswegen ist das vielleicht ganz gut. So, hier und da. Marigold. Mitnehmen. Kannst du dann auch wieder alles anpflanzen, bitte, der Herr? Ich tue da einfach ein paar Mal hin und her reißen und kriege ich da ganz viel Marigold zusammen. Muss ich nicht so viel suchen. So. Oh, da, eine Kiste. Oh, ach nee, ich dachte gerade, das ist so ein zweifarbiger. Kiste, mitnehmen. Ah, was haben wir denn da alles? Ja, kann man mitnehmen. So. Gut, passt, passt, passt. Pferdchen. Lass mich mal gucken. So, aufsteigen. Lass mich nochmal ganz kurz auf mein Zettelchen gucken. Ah, das haben wir gesagt. Ach ja, Tutorial-Bereich wurde aktualisiert. Jetzt weiß ich halt nicht, ich meine ganz am Anfang, wenn man noch in seiner Heimatbasis ist sozusagen, bevor man mit dem Raumschiff oder mit dem Dings wegfliegen und abstürzen, ist das der Tutorial-Bereich? Aber ich will jetzt nicht unbedingt ein neues Spiel anfangen. Ich meine, soll anscheinend aber aktualisiert sein. Und wenn die Ladebildschirme da sind, sind ja unten immer diese kleinen Sprüche mit... Zum Beispiel mit P drücken kannst du Fotos machen oder, keine Ahnung. Ja, halt diese Quick-Info-Teile, die wurden auch aktualisiert. Weil manche Sachen passen ja jetzt nicht mehr. Zum Beispiel drücke C, um in die Hocke zu gehen, wäre jetzt nicht mehr aktuell. Deswegen hätte man so einen Spruch rausgeworfen. Und halt etwas, was jetzt passend ist, ist dann wieder reingepackt worden. Genau. Dann haben wir aber eigentlich alles. Also so im Grund, so im Groben habe ich dann alles. Genau. Das sind halt so die kleinen Änderungen mit dem Patch jetzt. Und ja, es sind halt wirklich auch teilweise richtige Kleinigkeiten. Aber mir ist halt vorher echt nie aufgefallen, dass das Pferd nicht blinzeln kann. Aber wenn man jetzt weiß, dass es blinzeln kann, ist es irgendwie schön, oder? Zack, geblinzelt. Tasche, die nehmen wir mit. So. Pferdchen, wo können die Hunde sein? Wo können die Hunde sein? Ich möchte jetzt alle haben. Alle Farben. Alles. Alles, alles haben will. Oh, ich wüsste aber auch gar nicht, wo man noch suchen könnte. Ich meine, überall jetzt. Ich meine, da, hier vorne, wo wir gelandet sind, da war vorher, glaube ich, ein Schäferhund. Den haben wir ja damals schon mitgenommen. Und jetzt war da ein neues Hündchen da. Also es lohnt sich wirklich, alles abzulatschen. Was läuft da vorne rum? Ist das auch ein Hund? Ja, das ist ein Windhund. Also laufen die auch hier einfach rum. So, ich nehme den jetzt einfach mit. So, einfach weil ich es kann. So, Vorsicht, Hündchen. Ah! Ein Schuss. Aber nicht hetzen, wir haben genug Zeit, den mitzunehmen. Nee, das ist, wie gesagt, das ganze Gesicht ist viel detaillierter. Also gerade bei den Dobermännern, finde ich, sieht man das richtig krass. So. Genau.
Schön, schön, schön. Hey, freut mich. Also ich habe auch gar nicht mit dem Patch gerechnet und ich habe dann heute eingeloggt und nur gesehen, so ein neuer Patch. Schön. Dann sofort geguckt, was es alles gibt. So, da gibt es Lock und Marigold. Nehmen wir mit. Und ja, das freut mich halt dann, weil es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber die Entwickler arbeiten daran und das ist so schön. Weil man halt einfach sieht, dass immer irgendwas vorwärts geht. Da war doch gerade eben noch ein Lock. Das ist viel zu viel Gras. Wenn man jetzt so eine ganze Meute Gegner erschießt, ich sehe doch nie wieder irgendwo was. Ich meine, guck mal, ich sehe ja nicht mal das Pferdchen fast. Das kann doch was geben, auf jeden Fall. Aber so sieht es halt jetzt auch einfach, ja, schöner aus. Weil teilweise manche Grashalme, die sahen halt wirklich aus wie so Plastikdinger. Und das hat man halt jetzt nicht mehr. Also es wird schon immer schöner und besser. So, passt. Und vielleicht lohnt sich jetzt für mich auch mal diese Sätze im Ladebildschirm zu lesen, weil vielleicht lese ich da dann was, was ich auch vorher nicht wusste. Ich meine, ich weiß vieles nicht, aber vielleicht weiß ich es danach. Wer weiß. So, jetzt gucken wir mal da oben noch. Das ist nämlich noch ein Gebäude. Perfekt, um da ein Hündchen zu verstecken eigentlich. Oder auch nicht. Nö, aber da ist eine Tasche. Nein, da ist was anderes. Das nehmen wir mit. Absteigen. Ja, und wie gesagt, ein paar Bugfixes, aber ich weiß doch nicht. Also außer jetzt so das Rezept anpinnen oder das Trommel da, die Anzeige, dass die komisch aussah. Wüsste ich jetzt eigentlich nichts, was irgendwie großartig verbuggt gewesen wäre. Und mit den Goldcoins hatte ich eigentlich auch noch nie Probleme, weil irgendwie mit Rezepten, die Gold beinhalten, war irgendwas falsch. Und oh, Hündchen! Hündchen! Und da, guck mal. Ah, das ist auch wieder... Oh, dich nehme ich auch mit. Ja, im Schlaf. Entschuldigung. Zack. Tut mir leid. Ich muss dich nur mitnehmen. So. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren, weil ich den Hund gesehen habe. Ach ja, mit den Goldcoins. Also wenn Rezepte angepinnt wurden, die irgendwie Gold beinhalteten hatten, hatte man anscheinend Probleme. Aber das hatte ich irgendwie nie. Ich glaube, da in die Richtung nie was angepinnt hatte. Oder wenn das Inventar voll war, gab es anscheinend Probleme mit den Goldcoins. Kann ich jetzt aber auch nicht sagen, weil ich das halt irgendwie nicht mitbekommen habe oder nie, ja, hatte. Ich dachte, er kann da drüber hüpfen. Kann er aber nicht. Also ich wollte eigentlich noch in die Riesenstadt. Oh, was sehe ich da? Da liegt doch was. Ja. Vorsicht. Ja. Vorsicht. Ist das ein toter Hund? Oh. Nee, Sick Dog. This is terrible. Warte mal, ist der... Nee, den kann ich noch heilen. Oh, wie cool. Ich mampf mal kurz. Und trinke. So. Ja, das ist doch gut. So. Ach. Das ist so ein Blitzerding. Mitnehmen. Ich dachte gerade, wieso leuchtet der Turm so komisch, aber... Jetzt weiß ich's. Da ist mein Feuerchen. Ist hier noch irgendwo ein Hündchen? Marigold. Und das andere. Ja, ich, nee, das sind Schmetterlinge. Ich dachte gerade, da ist ein Hund. Das sind aber nur Schmetterlinge. So, ja. In dem Gras sieht man doch nichts. Mensch. Oh nein! Was ist das? Armer Hund ist da. Komm her, Doc. Nehme ich auch mit. Ja, das ist schrecklich. Können wir wieder schließen? Können wir uns einsperren, oder? So. Nein, nein, mich will keiner retten. So. Wir retten die Tiere. So. Also das sind halt Sachen, der Käfig war vorher auch nicht da. Und jetzt haben wir eben mal... Ach, das ist so ein Tatra Sheepdog. Cool. Also haben wir jetzt schon 1, 2, 3 neue Hunderassen. Und den Great Dane haben wir jetzt sogar schon in 2 verschiedenen Farben. Und ja, cool. Was ist das? Ruthless. Ich finde, das ist doch auch wieder... Ist das alles neu dazugekommen? Oder muss ich hier mehr looten gehen? Ich weiß es nicht. So, mitnehmen. Okay, Inventar voll. Gut, dann halt nicht. So, dann würde ich sagen, ich reite nach Hause. Und wir gehen dann mal auf die Suche wieder ein bisschen woanders hin.
bisschen rumreiten, rumreißen und Hündchen suchen. Ich meine, wir waren jetzt nur auf einer Karte und haben 3 neue Hunde. Und dann kriegen wir die anderen auch noch zusammen. Es wird schon überall rumliegen hier. Ich bin so glücklich. Ich find's toll. Ah, schön, schön, schön. Und die Sonne scheint. Ne, die Sonne geht unter. Sind wir schon wieder den ganzen Tag hier rumgeritten? Eieieiei. Na gut. Dann würde ich aber sagen, es war ein erfolgreicher Tag. Wir haben doch glatt wieder neue Sachen gefunden. Direkt auf Anhieb. Und ja, ich bin glücklich. Genau. Gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit Patch 2.46. Tschüss.